Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Fallschirm und Partner und jeden Donnerstag veröffentliche ich ein Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich genau, wie man eine sehr beschreibende Angabe als Marke eingetragen bekommt. Sie haben sich einen Namen für Ihr Produkt ausgedacht, der eigentlich viel zu beschreibend ist, um als Marke eingetragen zu werden. In diesem Video erkläre ich Ihnen drei Tricks, wie Sie die Marke dennoch eingetragen bekommen können. Und den pfiffigsten Trick verrate ich Ihnen natürlich zuletzt. Man kann mit verschiedenen Strategien relativ beschreibende Angaben auch als Marken eingetragen bekommen. Diese Strategien führen allerdings zu Marken, die einen sehr geringen Schutzbereich haben oder sogar einfach löschungsreif sind. In vielen Fällen führen diese Strategien also zu Marken, die eigentlich reine Marketinginstrumente sind und einfach nur dazu dienen, dass man ein R im Kreis hinter den Namen packen kann. Richtig gut durchsetzen kann man diese Marken nicht. Also ich kann keine dieser Strategien wirklich empfehlen. Ich verrate sie aber in diesem Video. Zum einen kann man natürlich rein beschreibende Begriffe wie Apple für Dinge eingetragen bekommen, für die diese Begriffe eben nicht beschreibend sind, wie Computer. Dann kann man rein beschreibende Begriffe auch grafisch ausgestaltet als sogenannte Wortbildmarken anmelden und eingetragen bekommen. Ein ausführliches Video hierzu habe ich unter diesem Video verlinkt. Diese Marken haben in der Regel einen wesentlich geringeren Schutzbereich als die reinen Wortmarken. Es gibt auch noch einige Strategien, um die Ämter sozusagen auszutricksen. Keine dieser Strategien kann ich empfehlen. Ich möchte hier aber kurz zumindest eine der Strategien erläutern. Bei einer deutschen Markenanmeldung muss man eine sogenannte Leitklasse angeben. Die Leitklasse hat keine wirklich rechtliche Auswirkung. Die Leitklasse sagt nur, welcher Prüfer diese Marke prüft. Wenn ich also bei einer Marke die Leitklasse für Schusswaffen angebe, dann prüft der Prüfer beim Patentamt die Marke, der eben immer Schusswaffenmarken prüft. Wenn ich jetzt also eine Marke anmelde, die eben für Schusswaffen nicht beschreibend ist, aber für eine andere Dienstleistung, wie zum Beispiel Dienstleistung einer Werbeagentur, rein beschreibend ist, dann kann ich diese Marke eben auch für Schusswaffen anmelden und dann eben zum Beispiel Dienstleistung einer Werbeagentur, insbesondere für im Bereich Schusswaffen und Leitklasse Schusswaffen. Dann prüft der Prüfer für Schusswaffen diese Marke und hält die eben nicht für beschreibend, trägt sie dann vielleicht ein in Klasse 35. Und anschließend, nach der Eintragung, macht man eine kurze Eingabe ans Deutsche Patent- und Markenamt und sagt, danke für die Eintragung, wir verzichten auf die Klasse für Schusswaffen und außerdem für den fakultativen Zusatz, insbesondere im Bereich Schusswaffen. Und dann bleibt eben das sehr beschreibende Zeichen für eben die damit beschriebene Dienstleistung, zum Beispiel Dienstleistung einer Werbeagentur, stehen. Und man hat dann eine eingetragene Marke. Ich kann diese Strategie und andere dieser Tricks-Strategien nicht empfehlen, weil sie eben nicht zu durchsetzbaren Marken führt. Hier einfach nur mal exemplarisch eben eine dieser Strategien. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, wie man auch sehr beschreibende Begriffe als Marke eingetragen bekommt. Wenn Sie neu beim Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Dann erfahren Sie jeden Donnerstag in einem neuen Video etwas Neues über Patente, Marken und Designs. Wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, dann freue ich mich über einen Daumen hoch unter diesem Video. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.